Hallo, Imagine, stell dir mal you want to get vor, du healthy and möchtest strong. gesund und stark And there are werden. five Und es food gibt groups fünf that would do Grundnahrungsmittel, that, but die you du only brauchst, focus aber du on two of them. konzentrierst dich nur auf zwei von ihnen. Now, long term, let's say Langfristig, two of those food sag mal, groups schaust du are nur auf Kohlenhydrate carbohydrates and und grains Zucker. and sweets. If you Und wenn du only dich nur nourish your auf, body mit with diesen those two zwei food groups ernährst, long was term, glaubst du, guess wird what's going to passieren? happen? Your body's going to be Dein Körper wird undernourished, even unterernährt malnourished, sein, er not wird Schaden healthy, leiden, er not wird nicht strong. gesund sein und nicht You stark. need all five Weil food du brauchst groups alle for your fünf body to be Grundnahrungsmittel für healthy deinen and Körper, strong. um stark zu sein. And this is the analogy for Diesen the body of Vergleich möchte ich Christ. auf den Körper In Jesu Ephesians anwenden, chapter im Leib 4, verses Christi. 1 through In 16, Epheser it 4, talks Vers about 1 bis unity in the 16 body of spricht Christ, von that Einheit diversity in the und body of Christ Vielfalt through und von Reife fivefold ministry im and Leib Christi. maturity in the body of Christ, which leads to the fullness of Und diese Christ. Fülle, And die that's what we wollen wir want to sehen in see unseren in our Gemeinden, teams, in our in churches, in unseren our Unternehmungen, denominations, in unserem and in our Land. country. Those Die five, fünf, in die chapter dort 4, genannt verse 11, sind, apostles, Apostel, prophets, Propheten, evangelists, shepherds, and Evangelisten, teachers, are Hirten und needed Lehrer, to die werden nourish the whole gebraucht, body to um make it den Leib strong, Christi zu to make it versorgen, um ihn stark zu healthy, machen to make it und gesund zu balanced, machen und to make it ausgeglichen mature. und reif. So I invite you to join us Ich over möchte dich Zoom, einladen, bei uns dabei November zu sein. 14th, Am November, den for 2 hours, 14., für for a 2 Stunden meeting treffen wir about uns dort, fivefold ministry in um über Austria. den fünffältigen It'll be Dienst interactive in with Österreich zu questions. reden. We'll talk about Es wird overcoming interaktiv challenges and sein. hurdles Es for wird fivefold bald ministry. Anmeldeschluss sein, so bitte Deadline dich is bald soon, so I anzumelden encourage you to sign up. und The email schick das at the bottom of E-Mail, this da wird ein video Link sein, and you'll receive über the den du Zoom die link and Zugangsdaten zum Zoom Zoom link and Meeting further erhalten wirst. instructions. My name is Mein Nathan Name Brewer. ist Nathan I'll be Brewer, there. ich I'm an bin ein author, Autor und a Trainer im trainer in fünffältigen fivefold Dienst, ministry and a bin auch church ein planter in fivefold Gemeindegründer. ministry. And I Und look ich forward to freue you mich, dich joining dort zu our sehen beim Zoom, Zoom-Meeting. Ich werde the dabei sein. European Apostolic Initiiert wurde Summit, es von European specifically Apostolic this Summit time for speziell apostles. für Österreich.